بالمناسبة لقد رأيت مبلغ أيضا الأخبار الواردة من الخطة. إذا أردت أن يتطلع على أعمال المصدر تكلم محطة مياه الرصافة وهو يعمل Willkommen! Friede sei mit euch! Yossas! Ni hao! Und hallo! Es ist wieder die Zeit des Jahres gekommen, um euer tiefstes Verlangen zu stillen, auf eure Herzen zu hören und zu kaufen, was Allah uns gezeigt hat. Es erfüllt mich mit großer Freude, all euch hochgeschätzte Persönlichkeiten zu unserer jährlichen Dairat Dalmal zu begrüßen. An erster Stelle unserer erlesenen, aufregenden Liste fremdländischer Sammlerstücke haben wir eine beeindruckende Statue aus El-Hind. Sie wurde von den besten Kunsthandwerkern aus Elfenbein gefertigt und bereichert jedes Heim. Was sehe ich da? Bereits ein Bieter. Nein, zwei. Nun, zum ersten, zum zweiten. Noch eine Bieterin. Möchte jemand diesen Preis überbieten? Nein? Verkauft. Dieses Stück geht an die reizende Dame. Als nächstes diese Haarnadel. Sie kommt aus dem Osten. Eine einzigartige himmlische Schönheit. Seht euch nur die Feinheiten dieses Drachens an. Das perfekte Sammlerstück oder ein wunderbares Geschenk für eine besondere Dame in eurem Leben. Also, was ist euch dieses Stück wert, Astekai? Erstes Gebot von der Schatzmeisterin höchstpersönlich. Welche Ehre. Ning, die Schatzmeisterin. Zwei. Noch jemand? Verkauft. An den Mann dort drüben. Bitte hole deine Ware nach der Auktion bei meinem Mitarbeiter ab. Und weiter geht es. Und wir danken euch wieder einmal für eine erfolgreiche Dairat Dalmal. Mögen eure Börsen stets voll und eure Herzen voller Sehnsucht sein. Ich werde diesem Mann die Haarnadel abnehmen müssen. Warum will Ning sie so dringend haben? Hast du sie gesehen? Ihre Ruhe, ihre Anmut. Wie ein einzelner strahlender Stern am dunklen Nachthimmel. Könnte ich nur mit ihr sprechen. Es wird nichts. Wie ich höre, bekommen nur Mitglieder der Händlergilde eine Audienz in ihren Gemächern. Wenn ich vielleicht herausfinde, wo sie ihre Robe gekauft hat. Oder diesen wunderschönen Fächer. Geh beiseite. Verzeihung, meine Anweisungen sind eindeutig. Keine Brosche, kein Zutritt. Weißt du, wer ich bin? Ich muss mit der Schatzmeisterin sprechen. Ich wurde gerufen, herbeordert. Friede sei mit dir. Ich bin hier, um die Schatzmeisterin zu sprechen. Und was ist dein Begehr? Ich bin ein einfacher Händler und hoffe auf Rat und Weisheit. Wenn du keine fremdländischen Gaben bringst und kein Mitglied der Elfenbeinmünze bist, verschwinde! Pöbel wird nicht empfangen!
Friede sei mit dir. Nur schon wieder. Was gibt es? Ich bin ein einfacher Händler und hoffe auf Rat und Weisheit. Wenn du keine fremdländischen Gaben bringst und kein Mitglied der Elfenbeinmünze bist, verschwinde. Pöbel wird nicht empfangen. Friede sei mit dir. Nur schon wieder. Was gibt... Ich bin ein einfacher Händler und hoffe auf... Wenn du keine Fremdländer... Friede sei mit dir. Nur schon wieder. Was gibt... Ich bin ein... Wenn du... Dies könnte meine einzige Gelegenheit sein, Ming zu treffen. Ich brauche die Haarnadel. Aufwendig und schön gestaltet. Ich will mir die Haarnadel noch einmal ansehen. Moment, doch mit den Gegenständen, die der Orden sucht, hat sie nichts zu tun. Ich stelle Ning zur Rede. Taschendieb hat mein Silber gestohlen. Da bin ich sicher. Hilfe! Ich werde beraubt! Ruf die Schotter! Hilfe! Hilf mir! Mehlen! وقبه الجديد لا يجعله أكثر قبولا.
فجاءه الأمر حتى إنه خرج من الباب عاري الرأس. أصلع مثل البيضة. هل خطر على بالك مغادرة بيتك دون شيء على رأسك؟ يومنا وعصرنا هذين؟ اعتبرني متذمرا، لكنني لا أشعر بأن صاحب الشرطة. هذه التأخيرات ضارة بالتجارة. قبل أن أنسى. خذ معك ذلك الغلام الصابئ ذاك، إنه ذكي جدا. Das ist der Beweis, dass ich in der Händlergilde bin. Hier, sieh doch! Bei allem Respekt, damit stehen dir noch immer nicht 3 Beutel Safran, 2 Beutel Vanille und 1 Flasche Honig kostenlos zu. Unerhört! Ah, welch Verschwendung meiner Zeit! Hallo, Gewürze für dich? Ärger mit den Kunden? Nicht mehr als sonst. Diese Leute der Elfenbeinmünze halten sich für Gottes Geschenk an die Menschheit. Die Elfenbeinmünze? Ich sollte nicht darüber sprechen. Viel weiß ich ohnehin nicht. Was du auch weißt, wird mir helfen. Nun, es kann nicht schaden, dir zu erzählen, was ich weiß. Die Elfenbeinmünze ist eine gehobene Händlergilde. Sie tragen eine Brosche, die ihnen Zutritt zu bestimmten Orten gewährt. Wie erhält man so eine Brosche? Soweit ich weiß, sind nur geachtete Händler Teil der Elfenbeinmünze. Und man muss von einem Mitglied eingeladen werden. Sie glauben, durch ihren Status könnten sie sich Waren nehmen, ohne sie zu bezahlen. Hat man je solch eine Eitelkeit gesehen? In El-Karch überrascht mich nichts. Danke. و اجازه دهیم این نسبت به گام بعد تصمیم بگیریم. شاید بتوانیم در این و داده های مشاهده Keine Brosche, kein Zutritt. Du weißt doch, wie es läuft. Ja, aber meine Brosche liegt da drin. Verstehst du das Problem? Keine Brosche, kein Zutritt. Für die Würmer. Vergnügen lassen bei uns. Eine exklusive Verbindung von Händlern der Oberschicht. War ja klar, dass es so etwas gibt. Die Kammer der Antiquitäten ist der Rückzugsort der Schatzmeisterin. Ich muss dort hinein. Es ist mir egal, was ihr tun müsst. Verbrennt sie oder tötet ihre Hunde, wenn es sein muss. Verstanden, Sayid. Wir werden... Hier, du Hund! Das wird die Brosche der Elfenbeinmünze sein. Hübsch. Ich habe beide Schmuckstücke. Nun muss die Wache mich reinlassen.
Friede sei mit dir. Du schon wieder. Was gibt es? Ich habe etwas, das sie will. Eine chinesische Haarnadel von der Auktion. Und ich habe auch meine Brosche dabei. Hier. Wohlan, du darfst eintreten. Hier entlang, Sayid. Oh. Scheiß dir in die Hose, was? Oh. Da!
schon härter zuschlagen. Sehr einfallsreich! Ja! Interessante Technik! Alles gedeiht, wenn in der Familie Harmonie herrscht. Familie? Das Wort hat keine Bedeutung. Die Vorstellung davon noch weniger. Nur man selbst hört das leise Flüstern der eigenen Seele und nimmt sich völlig an. Niemand lebt allein. Aber wir sterben allein. Am Ende sind wir schlicht, absolut und wahrhaft allein. Jin! Ich sollte zurück ins Bruderschaftshaus. Le falta il colore rosso. Der heruntergekommenen Halunken sind gefährlich. So macht Bewegung, dass wir westlich von China früh über einen griechischen Überfall eingekesselt waren. Yeah.
Du Unhold! Schande auf dich! Wachen! Hol die Schorta! Verbrecherischer Hund! Du bekommst deine Strafe! Wache! Basim, wie ist es gelaufen? Auf den Straßen redet man nur noch über die Auktion. Gerüchte verbreiten sich schnell. Es war diese Frau, Ning. Eine Frau an der Spitze? Das muss viele verärgert haben. Gleichermaßen verärgert wie verzaubert. Kein Wunder, dass sie ihre Identität geheim hielt. Nun machen sich die höchsten der wohlhabenden Halunken in ihre Seidenroben, aus Angst, sie wären die Nächsten. Der Orden wird jetzt nicht aufhören. Wenn sie den Osten erreicht haben, lässt sich kaum sagen, wie weit sie noch kommen. Hast du ihn gesehen? Den Djinn? Jetzt ist er fort. Er ist fort. Ruh dich aus. Unser Werk ist noch nicht vollbracht. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Sicherlich wart ihr nicht untätig. Das ist mein Angebot. Genug gesehen. Dein Können wird mir sicher helfen. Sei mein Gast. Sonst noch was? War's das? Friede sei mit dir, Rivka. Was? Keine weiteren Fragen. Hab Dank, Rivka.
mal! Da ist er! Wachen! Er ist hier! Die suchen also nach mir. Hey, das... Ruf die Wachen! Lass die nicht entwischen! Ich grüße dich. Willkommen, willkommen. Was gibt es heute bei dir? Sieh dich nur um. Man kann die Bewaffnung immer verbessern. Verkauft. Diese Nadeln stricken einen feinen Tod. Sonst nichts? Zeigst du. Bitte. Ist das alles? Ich sollte mal weiter. Beehre uns wieder. Ich werde nicht urteilen. Vielleicht ist er nur das Opfer einer grausamen Welt. Sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Lass mich deine Waren ansehen. Hier gibt es viel zu stöbern. Man kann seine Rüstung immer verbessern. Ist das dann alles? Ich muss gehen. Leb wohl. Sei meine Augen, Enkidu.
Was siehst du, Sadiki? Tu Buße, sonst wirst du Allahs Zorn spüren. Lass Frieden. Sehr bekannt vor. Hey du, so benimmt man sich nicht. Lass dich nicht von der Schorta erwischen. So du hast hier nichts zu suchen. Nein, geht schlecht für dich. Genau, Missgeburt. Bitte, ich bin doch ganz unbeteiligt. Ich bin
Komm zurück auf den Pfad des Friedens, Sabine. Bitte. ذلك ليس حكيما. irgendwie sieht den Bildschirm recht ähnlich, oder? احترس. هل انت ماذا يفعل؟ ich werde ihn bestimmt aufhalten. ما تجمعني اعتمني. استمعت. يجيبوني هذا. علي أن ألاقي لك ذلك. لا ستين. الشرطة wird sich schon bald um ihn kümmern. Kein Anstand mehr, die Leute. Hör damit an. Ich mach sie machen. Anta, Kuff! Ja, ich sag, das wahre Problem ist die Regierung. Na, Muschkiletuk. Sei es arme. Gleich verstummst du! Nicht urteilen. Vielleicht ist er nur das Opfer einer grausamen Welt. Hey, Augenblick. Nieder mit dir. Gut. Denk an die Beine. Ist gut. Na los. Ich jetzt dran. Sehr gut, jetzt noch das so. Hast du das gehört? Ja? Ja, ich reiche. Wieder bricht das Gefecht. Hundesohn!
Mich hältst du nicht zum Narren. Geh weg! Hey! Tod! Bleibst du in die Hose, was? Ich rufe Hilfe! Was? Die lange Beine vorbei! Gut! Denk an die Beine, Mike! Komm nicht durch, du Narr! Was war das?
Ein Klappermaul. Beschäftigt seine Hose. Na, Muskulatur. Nein! Ja! Ja! Das Vergnügen lag ganz bei uns! Ja! Ich beide dich! Überkämpfen! Am besten bleibe ich im Schatten. Der Junge hat sich in eine schwierige Situation gebracht. Hmm.
Der Junge ist ein guter Kletterer. Ich springe, wenn du noch näher kommst. Ich heiße Basim und bin hier hochgeklettert, ohne nachzudenken. Kannst du mir helfen, runterzukommen? Als ich so alt war wie du, habe ich meine Freunde auch mit Dummheiten beeindruckt. Ich habe es nicht für sie gemacht, sondern für die Verborgenen. Ah, die Verborgenen. Nicht alle glauben an sie, aber ich schon. Sie sind die wahren Beschützer des Volkes. Sie haben meine Mutter gerecht. Nicht der Kalif oder seine Männer. Die Verborgenen waren es. Verstehe. Und du dachtest, mit Klettern erregst du ihre Aufmerksamkeit. Es heißt, sie können aus großen Höhen springen, ohne sich weh zu tun. Aber so etwas kann ich nur machen, wenn es mir jemand vormacht. Meinst du, du könntest es, wenn ich es dir zeige? Warte dort, bis ich dir zeige, wie es geht. Siehst du? Ich bin unverletzt! Jetzt du! Ich kann nicht! Und ob du kannst! Denk nicht zu viel nach! Du musst nur an dich glauben! Au. Es geht mir gut. Einen Moment. Bist du verletzt? Nein, nichts gebrochen. Holt die Wache! Das ist er! Du lernst wirklich schnell! Sag ich doch, ich kann alles, wenn es mir nur jemand vormacht. Das ist ein wertvolles Talent. Besorg dir einen guten Lehrer, ehe du wieder so etwas Gefährliches machst. Du könntest mich lehren. Ich bin kein Lehrer. Ich habe selbst noch viel zu lernen. Doch, du bist ein guter Lehrer. Du machst Sachen vor. Bist du... Komm zu mir, wenn deine Stimme anfängt zu brechen. Dann reden wir. Wow, das war großartig! Komm, Heiter, bevor uns der Muezzin erwischt! Ich komme! Mm.